Ich habe den Heizenberg doch für 900 Coins bekommen. Und der Spieler ist einfach mal für 850 Coins auch weggegangen. Also es funktioniert. Moin Freunde, was geht ab Leute? Jakob66 und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Trading Video. Ja Freunde, wie ihr wisst, morgen kommt das neue Event raus, das Freeze Event. Freunde, bevor wir ins Video starten, kurz Frage an euch, was denkt ihr? Wird das ein Pack-Event sein oder mehr so SBC-Spieler-Event? Schreibt das mal kurz in die Kommentare. In diesem Video werde ich euch nützliche Trading-Tipps zeigen, womit ihr an diesem Freeze-Event übertrieben viele Coins machen könnt. Freunde, die mir noch kein Abo dagelassen haben, gerne ein Abo dalassen, weil ihr mit mir, dem Coins-Baron, dick fett Coins machen könnt. Und Freunde, wer mir noch nicht auf Instagram folgt, gerne auch einen Damen-Follow dalassen. Wenn ihr irgendwelche Probleme habt, schreibt mir, lasst uns gemeinsam schreiben. Und Jungs, ich würde mich auch gerne freuen, wenn ihr auf diesem Video wieder kräftig Support da lässt. Kuss geht raus. Leistung so 15 oder waren das 15? Doch, 15 diese Packs gemacht. Ich habe 15 von diesen Packs gemacht im Livestream. Es kam nur Müll, außer Benzema. Mal schauen, vielleicht im Video habe ich Glück. Okay, natürlich, wir nehmen Muslera. Wir machen weiter. Okay, Van der Beek haben wir schon. Die letzten zwei. Milner und die letzte SBC. Freunde, Glück steht nicht an meiner Seite. Nein, Glück steht nicht an meiner Seite. So, Freunde, wir haben hier noch drei Packs, die wir öffnen werden. UCL Top-Partien. Und dann würde ich sagen, fangen wir erstmal an mit diesen Elektrum-Spieler-Packs. Auf geht's, Jungs. Ich darf nicht schreien, meine Eltern schlafen. Ich darf nicht schreien. Kein Walkout. Ah, Akuna. Wieder Premium Elektrum Spieler Pack. Auf geht's. Kein Walkout. Der geht wieder durch. Juri Berische, Jungs. Investment Spieler Juri Berische. Letztes Pack, Jungs. Auf geht's. Ich mach meine Augen zu. Obwohl, nein, scheiß drauf. Das bringt kein Glück. Kein Walkout. Leider haben wir bis jetzt noch immer noch kein Pack Luck. Naja. Ich habe drei Trading Tipps für euch hier vorbereitet. Das erste ist Bieten. Beat-Methoden wieder, was sehr gut funktioniert, was ich gemerkt habe, als ich diese SBC-Packs gemacht habe. Danach haben wir noch Sniping-Filter für euch und Investment-Jungs. Also drei Trading-Methoden, einer der krassen Trading-Methoden überhaupt, alles in diesem Video. Wir gehen ein ganz normal auf den Transfermarkt, machen Qualität auf Gold häufig, Position machen wir auf Mittelfeldspieler, wichtig. Nation Rego machen, stellen wir auf Frankreich ein. Bald machen wir auch noch High-Budget-Trading. Wir müssen noch warten, bis der Markt wieder normal ist, weil der Markt tanzt gerade Ballerina. Deswegen, wir müssen noch ein bisschen warten, ein bisschen noch chillen und danach ballern wir richtig rein. So, Gold häufig, Mittelfeldspieler, Nation Regio macht ihr Frankreich. So, die Spieler sind ungefähr bei, wenn man 700 Coins eingibt, sind die ungefähr bei 700 Coins hier für eine halbe Stunde drin. Ihr könnt die auch für 800 bis 850 Coins verticken, also UV. Was macht ihr also? Maxpreis, ganz normal bei 10 Millionen, damit ihr snipen könnt. Ihr versucht euch die für 450 zu snipen. Der 350 Coins, leider ist er weg. Mit dem könnte man zum Beispiel gut Coins machen. Weiter geht's. Es kommen auf jeden Fall welche auf den Markt. Hier, den habe ich zum Beispiel für 450 bekommen. Und den könnte ich locker einfach für 850 verticken. Ich sehe, viele sind doch sofort Kaufpreis bei 950. Ich könnte den jetzt einfach locker für, sagen wir, 850 verticken. So einfach, Jungs. Ich bestelle beim Snipen. Ich bekomme die Spieler. Ihr solltet die auch bekommen. Und der Spieler ist einfach mal für 850 Coins auch weggegangen. Also es funktioniert. Also wie gesagt, Freunde, merkt euch nochmal, Gold häufig, Mittelfeldspieler Frankreich. Ihr könnt sogar bieten, wenn ihr wollt, auf 450 Coins. Könnt ihr auch machen, wenn ihr halt ein paar Spieler von denen bekommt. Bietet auf alle, denen ihr seht, einfach 450 Coins, stellt die für 850 Coins, beziehungsweise für 400 Coins teurer drauf. Das nächste, was wir machen werden, was mir aufgefallen ist, die ganzen Gold häufig Spieler. Wir bleiben jetzt mal bei 400 Coins, Maxpreis. Gold häufig, das bleibt so. Ihr bietet egal was, scheiß mal auf Top-Ligen jetzt. Freunde, scheiß mal auf Top-Ligen. Ihr bietet egal auf was für ein Spieler. Orsic kann man eigentlich mitbieten. Weil sein Sofortkaufpreis ist bei 2000 irgendwas. So, egal wen ihr hier seht, ihr könnt sogar auf 350 bieten. Freunde, ich stelle die einfach alle für 600 Coins drauf und die werden weggehen. Jetzt, ich zeige euch mal kurz warum. So, Maxpreis, wie gesagt, für 350 bis 400 Coins könnt ihr bieten, ne? Hier 350. Egal wen, bietet einfach auf alle Gold-Teufel-Spieler für 350 Coins. Macht eure Kandidatenliste damit voll, eure Transferliste damit voll und dann werdet ihr alle für 650 bzw. 600 Coins draufstellen. Ich zeige euch kurz warum. Die Leute machen die SBC, die brauchen Gold-Teufel-Spieler. Also wenn man Max zur Vorkaufwert bei 600 Coins anstellt, seht ihr selber, die werden ganz schnell gekauft. Freunde, das ist die einfachste und geilste Trading-Methode überhaupt.
Bedeutet, Jungs, was ihr auf jeden Fall merken müsst, ist 350 Coins bieten und einfach mal für 600 bzw. 650 Coins verticken. Einfach mal so easy 300 Coins plus. Wir müssen ein bisschen Low Budget machen, bis der Markt wieder normal ist. Ich weiß, ich wiederhole mich da, damit ihr auf jeden Fall dort Bescheid wisst. Und Freunde, es wird auch geschrieben, wann man Team verkaufen soll. Verkauft die bitte jetzt, weil der Markt wird in letzter Zeit ein bisschen mehr sinken. Und sobald der Markt am Endpunkt ist beim Sinken, ich rede nicht von Totti, ich rede nur von diesem Jahr, dann könnt ihr euer Team wieder verkaufen. Also mal, baut euch einfach so ein 100k WL Team, damit ihr die WL noch zocken könnt. So, dann kommen wir jetzt zum Investment. Denn Heizenberg, Freunde, ist mir sehr, sehr, sehr in die Augen gefallen, der Heizenberg. Ich werde euch noch auf Instagram zwei andere Spieler nochmal reinposten, die ihr investieren könnt. Heizenberg, es ist Wicked League. Wenn ihr gerade das Video seht, werden gerade die Wicked League Belohnungen geöffnet. Bedeutet, nimmt mal diesen Heizenberg für 800 bis 850 Coins einfach mal mit als Investment. Ihr könnt ihr auch snipen, wenn es geht. Ich mache mal hier 850. Mal gucken, vielleicht kommt ja einer. Die könnten locker um die 1000 Coins teurer werden, sobald eine sehr, sehr gute SBC kommt. Sollte keine SBC kommen, können wir die trotzdem für UV für 400 Coins teurer verkaufen. Also, es ist einfach nur eine Win-Situation. Keine Lose-Situation, sondern einfach nur eine Win-Situation. So, es kommt keiner leider für 850, 900 Coins vielleicht. Ihr könnt das auch mit den anderen zwei Spielern dann auch versuchen. Also, wie gesagt, Heizenberg werde ich hier kurz entfernen. Ihr könnt auch bieten, sobald die Belohnungen geöffnet werden oder am Event, beziehungsweise wenn Freitag das Event rauskommt, einfach mal drauf bieten. 850, also zwischen 800 bis 900 Coins könnt ihr einfach mal bieten. Ich mache hier zum Beispiel jetzt 850 Coins. Bietet mal zum Beispiel auf den 900 Coins und genauso weiter. Bietet einfach auf alle zwischen 850 bis 900 Coins. Investiert die, lasst die auf der Kandidatenliste, wartet, wenn so ein geiler SBC kommt, geht da locker 800 bis 1000 Coins hoch. Ach ja, Freunde, ich muss euch nochmal kurz stören. Ich habe den Heizenberg doch für 900 Coins bekommen. Die waren einfach nur zum Antesten da, um zu gucken, was sie weggehen. Hier 1300 Coins. Ich habe ihn für 900 Coins bekommen. Also, Freunde, viel Spaß. So, Freunde, dann bedanke ich mich für das Video, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Viel Spaß beim Coins machen. Achtet, wie gesagt, immer auf den Markt. Lasst eure Blicke immer auf den Markt. Schaut sich, wie sich die Preise entwickeln. Dann würde ich sagen, wir gehen ungefähr am Freitag wieder live. Gucken, wie das Event so uns bietet. Wer Packs hat, kann gerne dann da aufmachen. Viel Glück auf jeden Fall bei euren Rewards. Ich habe leider nur Silber 3 geschafft. Dann würde ich sagen, Leute, Kuss geht raus. Wir sehen uns dann am Wochenende zu den Livestreams, auch zu den Videos wieder. Und danke für euren Support. Passt auf euch auf. Und haut rein.